Sehr interessant ist auch, dass Ernst May, als er zur neuen Heimat kam, eine Idee aus dem neuen Frankfurt aufgreift und eine Publikation, eine monatliche Publikation herausbringt, die nicht nur zeigen soll, was geleistet wird im Konzern, sondern den neuen Menschen in neuer Zeit, jetzt sind es die 60er Jahre, begleitet publizistisch und natürlich mit suggestiven Fotoaufnahmen. Die Cover über die Jahrzehnte zu beobachten ist sehr interessant, denn die ersten Cover dieses Heftes Neue Heimat erinnern schon an das Neue Frankfurt-Heft. Sie ändern sich mit der Zeit und gegen Ende der 70er, Anfang der 80er werden die Wechsel rapide und alle Zeitströmungen werden eingebaut und nach einem Jahr schon wieder eine völlig neue. Man merkt, da stimmt was nicht mehr und die Geschwindigkeiten nehmen rasant zu. Eine schöne Anekdote aus diesen Heften sind die Vorstellungen zum Interior, zum Leben in diesen Sozialwohnungen. Diese sehr farbigen Aufnahmen aus den 70er Jahren zeigen, wie man mit zeitgenössischem Design in einer Sozialwohnung leben kann. Es sieht poppig aus, es sieht fortschrittlich aus, es sieht avantgardistisch aus. Wenn man aber genau hinschaut, stellt man fest, und die Bilder sind auch entsprechend angeordnet, dass das Frauenbild doch sehr interessant ist. Was macht denn die Frau? Die Frau steht früher auf als der Mann und bringt ihm das Frühstück ans Bett. Die Frau bereitet das Essen vor, wenn drei Männer, der Ehemann und zwei Kumpels, sich in der Küche treffen. Nachher sitzt man zusammen und musiziert. Da darf die Frau mit dem Wein dazwischen liegen. Andererseits, hier gibt es eine Fotostrecke aus Walldorf, die Neutravillen, sieht man, wie die Frau ein Blatt liest und die Kinder spielen, der Mann den Garten mäht, den Rasen mäht oder den Grill abends anwirft. Also das gesellschaftliche Bild und die Funktion von Mann und Frau sind interessant, denn sie widersprechen dem sehr avantgardistischen Interior-Modus, denn sie zementieren ein früheres Weltbild einer Kleinfamilie.